Gesellschaft? Eine Kollektivbildung von ein paar Menschen. Bezeichnet soziologisch ein durch Partnerschaft, Heirat, Lebenspartnerschaft, Adoption oder Abstammung begründete Lebensgemeinschaft. Meist aus Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie Kindern bestellt, gelegentlich durch weitere, mitunter auch im selben Haushalt lebende Verwandte oder Lebensgefährten erweitert. Die Familie beruht im Wesentlichen auf Verwandtschaftsbeziehungen. Meine Eltern singen mit uns und wir sind eine große Musikgruppe. Eine Tradition, die Kleidungsstücke von Geschwistern anzuziehen.
Und ich wollte auch diese Hose zu meiner Schwester geben, aber schade, ich habe keine Schwester und deshalb möchte ich diese Hose zu meinen Kindern behalten. Dieses Shirt ist wichtig für mich, da haben alle Familie Angehörige. Da wir einen diese mal gefällt, haben wir zusammen gekauft. Und wenn ich allein fühle, nehme ich und ziehe es an. Dann beruhige ich mich und fühle mich in meinem Familienkreis. Das ist ein Pullover, der mir von meinem Vater zu meinem Geburtstag geschenkt wurde. In diesem Moment war mein Vater in der Ukraine. Nachdem ich dieses Geschenk bekommen hatte, wollte ich mich fürs Geschenk bei meinem Vater bedanken. Aber ich konnte meinen Vater nicht erreichen. Und ich sah im Internet, dass Russland gegen Ukraine einen Krieg angefangen hatte. Und ich dachte, ungefähr eine Woche könnte ich meinen Vater nicht erreichen. Und ich dachte, dass mein Vater schon gestorben ist. Aber nach 3 Monaten passierte bei unserer Familie etwas Unerwartetes. Denn mein Vater kam nach Hause. In diesem Moment war ich sehr glücklich. Und aus diesem Grund versuche ich, diesen Pullover wie im Supermarkt gekauft zu haben. Tatsächlich habe ich hier darüber nachgedacht und ist mir eingefallen, meine Hauskette mitzubringen. Diese Kette wurde mir von meiner Mutter und meinem Vater geschenkt, als ich meine Berufung bestanden habe. Seitdem trage ich diese Kette jeden Tag, um immer motiviert zu bleiben. Dieser Schmuck ist sehr, sehr wertvoll für mich, denn jedes Mal, wenn ich ihn sehe, erinnere ich mich gern daran, dass ich das Vertrauen meiner Eltern gewonnen habe. Dieses Armband ist ein Geschenk von meiner Oma zu meiner Oma und von meiner Oma zu meiner Mutter und letztendlich zu mir. Da ich die älteste Tochter in der Familie bin, habe ich das als Geschenk von meinen Eltern zu meinem 15. Geburtstag bekommen. Das ist sehr wertvoll für mich und symbolisiert meine Familie, besonders meine Oma und meine Mutter. Deshalb habe ich dieses Armband immer dabei. Dieses goldbestickte Charmband, das ich jetzt trage, ist ein Symbol unserer Familie, das meiner Familie sehr am Herzen liegt und von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Bei uns nennt man es Japan. Jeder weiß, dass Goldstickerei in Bukhara entwickelt wurde. Die Mutter meines Großvaters war auch eine der berühmtesten Goldstickerinnen ihrer Zeit. Und auch dieses Japan wurde von meiner Urgroßmama hergestellt. In Bukhara trug jeder Bräutigam so eine Japan. Mein Großvater trug dieses Japan zu seiner Hochzeit. Danach trugen es auch mein Vater und mein Onkel. Und auch ich werde dieses Japan zu meiner Hochzeit tragen. Wow! Symbol von unserer Familie. Seit 15 Jahren sind wir mit Brotbacken beschäftigt. Alle Personen können in unserer Familie Brot backen, sogar ich auch. Neben unserem Haus haben wir eine komfortable Bäckerei. Dort arbeitete mein Großvater vor 5 Jahren, aber nun jetzt meine Großmutter, meine Eltern, meine Schwester und ich. Seit 4 Jahren, wenn ich jedes Wochenende nach Hause komme und frei habe, backe ich auch süße Brötchen. Meine Nachbarn, meine Bekannten nennen uns im Dorf die Familie Bäcker. Thank you.
von meinen Großeltern gelernt habe. Seit 5 Jahren wohnen wir in diesem Haus und seit dieser Zeit ist er immer bei mir. Diese Schlüssel ist die wichtigste Sache in meinem Leben. Kommt mit mir, wir gehen in den Gegenstand.
kann die Bedeutung von der Familie verdeutlichen. Es gibt drei Gründe dafür. Der erste Grund ist, die Kaaba ist der heiligste Ort in der Welt, in unserer Religion. Und unsere Familien sind sehr heilig, wie die Kaaba. Der zweite Grund ist, die Kaaba ist einzig in der Welt. Es gibt keine andere Kaaba. Und wir haben also keine andere Familie. Der letzte Grund ist, wenn ich diesen Gegenstand sehe, erinnere ich mich, dass ich eine Pflicht in meiner Familie habe. Wir alle haben diese Pflicht. Das bedeutet, wir müssen in unserer Familie miteinander liebevoll und freundlich sein. Wir müssen auch unsere Familie schätzen und bewahren.